Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Jetzt geht es um Highlighten und Konturieren auch für Anfänger, sage ich jetzt mal. Ich zeige euch jetzt erstmal verschiedene Produkte aus der Drogerie, die ihr fürs Konturieren benutzen könnt, beziehungsweise fürs Highlighten. Wir fangen jetzt mal an. Das hier wäre zum Beispiel von P2. Das ist ein Produkt, Profi Contouring Blush heißt das. Hier habt ihr sozusagen drei Sachen in einen. Finde ich ganz cool für den Anfang auf jeden Fall. Ihr habt hier oben ein, das ist das Rouge, Moment, das muss ich selber gucken, ja. Rouge, Bronzer und das ist der Highlighter hier. Das ist so ein goldstichigerer, nee, rosastichig, Moment, das muss ich selber gucken, goldstichiger, so. Goldstichiger Highlighter und das ist wirklich ein tolles Set für den Anfang für nur, glaube ich, 4 Euro oder so. Es gibt aber auch noch andere Highlighter, zum Beispiel von P2 habe ich jetzt nochmal hier 020 und 021. Ach, man sollte es auch richtig rumhalten, ne? Also einmal ein rosastichiger und einmal ein goldstichiger Highlighter. Das sind ganz tolle Highlighter von P2. Die gibt es auch immer noch im Sortiment. Das wäre Variante 1. Und der goldstichige. Ich bin ja eher so der goldstichige Fan, ich weiß auch nicht. Das wäre Variante 2. Bei Highlightern müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht übertreibt. Dann zeige ich euch jetzt noch Konturpuder. Also. Ich konturiere wirklich nur mit Puder. Im Moment gibt es ein ganz, ganz tolles Puder von Catrice. Das ist aus dieser LE, die Nomadic Traces LE. Das ist ein Dupe, wirklich, es ist der Hammer, zum Benefit Hoola, der mal ungefähr eben mal die 40 Euro kostet. 40, 50 Euro so ungefähr. Ist halt ein High-End-Produkt der Hoola und das ist ein Dupe dazu. Leute, ich raste aus, ne? Das ist der Hammer. Das hier kostet aber auch 5 Euro in der Drogerie. Ihr müsst wirklich gucken, dass ihr es noch findet, weil die sind ja so schnell weg, ne? Also da sind nur 3 Stück in der LE, also das finde ich ein bisschen wenig. Ich swatch euch die jetzt mal. Den Hoola auch nochmal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich am besten reinkomme. Ja, wir haben es gleich. Mein Hoola ist schon ein bisschen abgenuckelt, also der ist so. So. So sieht das aus. Ihr könnt jetzt sehen, ihr seht fast keinen Unterschied. Ich würde es definitiv als Dupe bezeichnen, weil der ist halt auch matt. Lauft los, kauft ihn euch, wenn ihr wirklich Wert drauf legt, dass es so ähnlich, sag ich mal, aussieht wie der Hoola, den ich wirklich jeden Tag benutze und so sieht meiner jetzt schon aus. Nichtsdestotrotz, für jeden Tag benutzen, finde ich den noch hammervoll. Also, wenn Weihnachten ist, habe ich ihn 2 Jahre. Und da kann man, glaube ich, nicht meckern. Sind 8 Gramm. Bei dem Catrice habt ihr 12 Gramm sogar drin für 5 Euro. Ja, dann gibt es im Moment noch eine weitere LE von Essence, wo ihr auch nochmal 3 Produkte in 1 habt. Ihr habt ein Bronzer, ein Highlighter und ein Rouge. Mit dem zeige ich euch das gleich mal, wie ich konturiere und auch highlighte. Und dann wollte ich euch noch ein paar Blushes zeigen. Und zwar hatte ich euch ja im letzten Video schon den 080 Sunrose Avenue gezeigt. Ihr könnt natürlich gucken, was zu eurem Typ passt, was ihr für eine Farbe mögt. Je nachdem, aber ich finde, das ist für einen Anfänger eine ganz, ganz tolle Farbe, die nicht zu stark ist. Dann gibt es diese, jetzt neu im Sortiment, gab es vorher im nur in der großen Theke von Catrice, diese 3 Blushes. Und das sind die Illuminating Blushes. Die schimmern schon ein bisschen mit. Das heißt, ihr braucht fast keinen Highlighter mehr. Wirklich auch ganz schön. Obwohl, ich knall immer noch ein bisschen Highlighter rüber. Ich mag das ganz gerne. Ja.
Da gibt es wirklich nur drei verschiedene Farben. Aprikoton, ganz normalen Nude-Meer-Ton und einen etwas pinkigeren Ton. Ja, das ist so die Auswahl, die ich euch jetzt erstmal zeigen wollte. Und ich konturiere jetzt mit der Essence Gorgeous Glow Face Palette. Damit ihr es halt einfach mal seht, hier ist sogar ein Spiegel drin. Hallo? Ja. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Was für einen Pinsel brauche ich fürs Konturieren? Ich benutze tatsächlich fürs Konturieren einen so ganz komischen Pinsel aus der aus einer Rival de Loupe Young LE. Weiß nicht, warum ich da irgendwann mal mit angefangen habe. Ihr könnt so einen Pinsel nehmen. Ihr könnt auch diesen Pinsel von Evelyn nehmen. Jedoch würde ich euch empfehlen, dass ihr den vorne so mit den Fingern zusammendrückt, sodass ihr eine bessere Fläche habt, um hier in diese... Ja, unter den Daumen lang zu zeichnen. wir machen das jetzt auch mal mit dem Pinsel von Ebelin, damit ihr halt einfach mal seht, wie das wird. Und dann gehen wir wirklich ganz, ganz leicht nur in diesen Bronzer rein. Also wie gesagt, wenn ihr eine andere Gesichtsform habt, dann müsstet ihr mal gucken, dass ihr... Also ich versuche euch da was zu verlinken. Also wie gesagt, wir drücken das zusammen, haben ganz wenig Produkt drauf. Also so habe ich das immer gemacht. Ihr setzt oben hier an und blendet nach innen runter. Und zur Erleichterung könnt ihr euch am Anfang halt diesen Fischmund machen. Aber ihr blendet auch hier oben rein, also wo das Blush gleich hinkommt. So, Seite 1 konturiert. Ich bin dann nicht so der Mensch, der mega übertreibt. Ich hoffe, es sieht jetzt auch nicht in der Kamera so aus. Und das gleiche machen wir hier. So, dann nochmal in die Farbe rein, einmal hier oben, richtig schön hier lang gehen, nochmal in die Farbe und hier oben lang gehen. Dann konturiere ich noch hier unten, also ruhig mal das Produkt ein bisschen abpusten, dass es nicht zu viel ist. Und auch hier. So. Wie ihr jetzt sehen könnt, man sieht hier schon, dass man konturiert hat. Ich ziehe das mal ein bisschen hoch in, also dahin, wo der Blush gleich drüber kommt. Das machen wir hier nochmal, so. So, zurück zu dem eigentlichen, was wir jetzt machen wollten. Wir wollten Rouge auftragen. Und zwar geht ihr ganz leicht in das Rouge rein und tragt es auf den Wangenknochen auf. Und zieht das hier so ein bisschen hoch. Also über, hier unten habt ihr die Kontur sitzen und hier kommt das Blush drüber. Und das machen wir auf der anderen Seite. Genau noch so und immer schön so rum mache ich das und tupfe das hier so rein. Dass das eine mit dem anderen sozusagen verblendet ist und keine dummen Kanten irgendwie entstehen. Ja. Und zu aller guter Letzt nehmen wir dann endlich den Highlighter. Das ist das mittlere hier in dieser Palette. Und da habe ich einen Pinsel von Evelyn. Und das tragt ihr euch ganz leicht auf den oberen Wangenknochen auf. Also hier so. Dann nochmal da. Dann könnt ihr dann hier noch was hinmachen. Es gibt immer noch mal so einen leichten Glow. Hier unten. Ich mache hier immer noch ein bisschen Highlighter hin. Und das war's auch schon. Das war meine Drogerie-Kontur-Routine, sag ich mal. Beziehungsweise jetzt mal mit anderen Produkten. Also ihr könnt ja ganz variabel sein. Habt ihr ja matten Bronzer und nicht so ein mega Glitzerzeugs. Zum Konturieren finde ich das nicht so schön. Sei denn, ist es vielleicht Sommer. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Als nächstes kommt dann endlich das lang erhoffte Lidschatten-Tutorial, beziehungsweise das Lidschatten-Video, wie auch immer, wie ihr schimpfen wollt.
Würde ich euch jetzt einfach erstmal nur so Basic-Paletten vorstellen möchte. Und ein paar Pinsel. Ja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao!